Ja, liebe Narrinnen und Narrinnen, es gibt ja viele Berater, Investmentberater, Steuerberater, Eheberater, Kundenberater, Diätberater, Schauberater, Urlaubsberater und. Und seit neuestem gibt es auch in Mainz ein Gesundheitsberater. Er ist Dozent am Mainzer Institut für Mikrohygiene und Makrogenetik. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß, gute Unterhaltung mit Professor Dr. Fridolin Putz-Munter. Bitte sehr. Ja, liebe Überlebende der Gesundheitsreform, wer fühlt sich denn gesund? Bitte mal die Hand hoch, machen wir mal einen Test. Wer fühlt sich gesund? So viele, da wart ihr schon länger nicht mehr bei einem Arzt gewesen, der euch untersucht hat, denn man kennt ja nicht mehr Gesunde und Kranke. Es gibt nur noch Untersuchte und Nicht-Untersuchte. Also wer war nochmal gesund? Da kann ich in einer Kurzdiagnose sagen, haltet mal. Also 40% von euch leiden an einer Überproduktion der Schweißdrüsen in den Achselhöhlen. 30% haben beginnende Arthrose, weil sie den Arm haben gleich wieder sinken lassen. Und der Rest hat meine Frage überhaupt nicht verstanden. Ne? Ja. Also bei meinem letzten Arztbesuch habe ich drei Dinge erfahren. Erstens, ich habe Übergewicht. Zweitens, ich habe Bluthochdruck. Und drittens, ich bin im Bett ein Versager. Und da saß ich noch im Wartezimmer, als ich das gehört hatte. Ne? Deswegen habe ich auch gleich mal den Arzt gewechselt, bin da in eine neue Arztpraxis, war noch nie dort gewesen, kam dort an, war gleich der Fahrstuhl außer Betrieb, musste 6 Stockwerke hoch zu Fuß laufen, kam dann ganz atemlos oben an und da lief mir auch schon der Halbgott in Weiß über den Weg. Da habe ich gesagt, halt Herr Doktor, sagen Sie mir es gleich, was muss ich gegen meine Kurzatmigkeit tun? Da hat er gesagt, ich empfehle Ihnen drei Dinge. Erstens, nehmen Sie mal 10 Kilo ab. Zweitens, kaufen Sie mal eine bessere Brille. Und drittens, gehen Sie mal zu einem guten Arzt. Die Praxis ist eine Etage tiefer. Ich bin nur der Tapezierer. Ja. Ja. Ja, da bin ich eine Etage tiefer dann in das Wartezimmer gegangen. Ja, es war, wie man so die Wartezimmer kennt, gerappelt voll. Ja. Gut, es war auch bei einem Urologen. Ja, also von daher ist das auch... Ich habe gerade noch Platz gefunden neben der Frau, die sagt mir, sie leidet an einem Reinlichkeitswahn, also medizinisch ausgedrückt, Hygienicus femininus. Ja. Es wäre erblich bedingt, ihre Eltern hätten eine Wäscherei gehabt. Sie ist in Baden-Baden aufgewachsen. Verheiratet ist sie mit einem Nordeuropäer, einem waschechten Lappen. Am meisten mag sie seinen Waschbrettbauch an ihm, ja. Sie hatte auch noch den kleinen Sohn dabei, den Ariel. Ne? Ja, Ariel ist ja ein bekannter Männername, kennt man ja von Bayern München, den Ariel Robben. Ne? Der war genauso sauber wie sie auch, klinisch rein, der hätte genauso gut Sacrotan heißen können. Ja? Da habe ich zu ihr gesagt, oh, einen netten Buben haben sie da, der sieht ja aus wie geleckt. Hat sie gesagt, ja, ganz so was nicht, ein bisschen Bunga Bunga war auch schon notwendig dafür. Ne? Ja, und dann wurde ich reingerufen. Es war eine absolut moderne Arztpraxis. Ja. Ich hatte meine Urinprobe schon 3 Tage vorher elektronisch, digital eingesendet. Ja, ja mit einem Pipifax. Ne. Und als ich dann vor dem Halbgott in Weiß stand, habe ich mich gefragt, ob das nicht auch ein Halbteufel in Schwarz ist. Denn da trinke ich mein ganzes Leben lang Alkohol, Bier, Wein, Schnaps, Sekt. Und was findet der Doktor bei mir? Wasser in den Beinen, genau. Ja. Hab gesagt, Herr Doktor, wie ist das bei meinem Alkoholkonsum überhaupt möglich? Hat er gesagt, da muss ich Ihnen regelmäßig beim Zähneputzen irgendwie was durchsickern, hat er gemeint. Ne? Dann hat er noch so scheinheilig gefragt, brennt es beim Wasserlassen? Und da hat also der Doktor auf die Idee, das Zeug anzustecken, bin ich eigentlich noch nie gekommen, gell? Es scheint am Alkohol zu liegen, ich kann die Ursache Ihrer Beschwerden nicht genau identifizieren, ja? Aber ich dachte, gut, da komme ich wieder, wenn Sie nüchtern sind, Herr Doktor, gell? Gut, jetzt machen wir mal eine Übung für den Bohrturm des kleinen Mannes, die Nase. Also atmen Sie mal tief ein und blasen Sie dann rechts gegen die rechte Handinnenfläche
Fest aus. Tief einatmen und fest ausblasen. Was passiert? Nichts. Da ist bei Ihnen die Luft auf anderem Weg entwichen. Ne? Glauben Sie nicht, fragen Sie mal Ihre Tischnachbarn, die können Ihnen das bestätigen. Bei Ihnen war es gelb, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sind es die Reste Ihres Frühstückseis von heute Morgen oder Ihr billiger Zahnersatz aus China löst sich gerade auf. Übrigens, mit meinem Zahnarzt bin ich sehr zufrieden. Also der ist immer sehr freundlich zu mir. Die Behandlungszeiten werden auch immer kürzer. Der legt von Mal zu Mal einen Zahn mehr zu. Ja. Neulich fragt er mich, ob ich den Unterschied kenne zwischen Zahnweh und der Hochzeitsnacht. Da habe ich gesagt, nee, weiß ich nicht. Hat er gesagt, bei Zahnweh bist du froh, wenn du ihn draußen hast. Und in der Hochzeitsnacht bist du froh, wenn du kein Zahnweh hast. Apropos Hochzeitsnacht, ein Mann hatte jetzt zu seiner goldenen Hochzeit wie vor 50 Jahren die Kuschelsuite gemietet, ja, mit dem Arrangement Hochzeitsmemory. Und als er gerade anfing, bei seiner Frau zu fummeln, da sagte die, ach, ich wollte es nur sagen, ich hab's seit kurzem im Kreuz. Hat er gesagt, gut, dass du es sagst, ich hätte es jetzt an der alten Stelle gesucht. Ne? Ja, es gibt ja viele moderne Krankheiten, ja, es gibt viele moderne Krankheiten. Kinder leiden ja auch schon an dem Joystick-Arm, ja, Joystick-Hand. Jugendliche haben einen SMS-Daumen, Sekretärinnen haben einen Mausarm. Also ich frage mich, meine Eltern hatten diese Probleme überhaupt nicht, die kannten diese Krankheiten gar nicht. Ich frage mich, was haben die den ganzen Tag gemacht, ohne PC, Internet und iPhone, ja. Ich weiß darauf keine Antwort. Meine 23 Geschwister auch nicht, ja, also. Der österreichische Baulöwe Lugner, Richard Lugner, genannt Mörtel, ist da jetzt eine Mischehe eingegangen im September. Er hat eine 56 Jahre jüngere Frau geheiratet. Ne? Ich weiß nicht, zählt das noch als Ehe oder ist das schon mobile Altenpflege? Ich weiß nicht. Und er war jetzt bei mir in der Beratung und da hat er gesagt, ich kapier's nicht, ich kapier's nicht. Ich bin 83, die 27, jetzt ist die schwanger, ich kapier's nicht. Da habe ich gesagt, Herr Lugner, folgendes Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen an der Donau spazieren, da läuft ein Hase über den Weg. Sie nehmen Ihren Spazierstock, legen an, rufen bumm und der Hase fällt tot um. Wie könnte ich das erklären? Da sagt er, da muss doch ein anderer geschossen haben. Da habe ich gesagt, sehen Sie, Sie verstehen es ja doch, sehen Sie. Ja, Wahnsinn. Ne? Wahnsinn ist übrigens erblich. Wahnsinn ist erblich. Man kann ihn von den eigenen Kindern kriegen. Ne? Ja. Und Wahnsinn breitet sich auch unter Prominenten aus. Immer mehr Prominenten sind von einem eigentümlichen Wahnsinn befallen. Lukas Podolski glaubt, er wäre ein Fußballer. Ja. Markus Lanz nimmt von sich an, er wäre ein Showmaster. Ja. Ursula von der Leyen glaubt von sich, sie wäre Verteidigungsministerin. Seit einigen Wochen treibt hier in Mainz ein Ingelheimer sein Unwesen, der behauptet doch fest und steif von sich, er wäre König Ludwig II. Von Bayern. Gell? Also, ja. Das scheint wohl nur daran zu liegen, dass sein Nachname Schlösser heißt. Ne? Zu einem Mainzer Neurologen kam jetzt eine wahnsinnige Wisspartnerin. Ja, das ist eigentlich ein bisschen doppelt gemobbelt, gell? Ja. Ja, es hört sich ein bisschen an wie tote Leiche, gell? Also so ähnlich, ja. Also und der Neurologe hat sich sofort in eine Nervenheilanstalt überwiesen, obwohl dort schon irrer Betrieb herrschte.
hat er also noch einen Platz gekriegt für sie. Und die Frau hat am dritten Tage ihres Klinikaufenthaltes einen Mann gerettet, der leblos auf dem Boden des Klinikschwimmbeckens lag. Dann hat die rausgezogen. Daraufhin wurde sie zum Klinikleiter bestellt. Da sagte der, ich habe zwei Nachrichten für Sie, eine gute und eine schlechte. Die gute, Sie werden entlassen, weil Sie eine völlig gesunde Reaktion gezeigt haben. Die schlechte, der Gerettete hat sich anschließend mit dem Gürtel seines Bademantels in seinem Zimmer das Leben genommen. Hat er gesagt, er hat sich nicht umgebracht, ich habe den dort nur zum Trocknen aufgehängt. Ja, beim letzten Mainzer Ärztekongress hier in der Rheingoldhalle, da haben sich die Ärzte erstmal auf dem Hauptfriedhof getroffen. Ja, ja, da haben die Inventur gemacht. Ne, ja. Und am Ende dieses Kongresses haben sich die Ärzte dann auch verabschiedet. Der Ohrenarzt, Mann, lasst mal was von euch hören. Der Augenarzt, man sieht sich. Der Urologe, hey Leute, ich verpiss mich. Der Orthopäde, Hals- und Beinbruch. Und ich mach's jetzt wie die Tierärzte, ich mach die Fliege. Und euch empfehle ich, haltet's mit den Gynäkologen, schaut bald mal wieder rein. Hello, Dankeschön. Lieben einer lesen, der Gesundheitsberater ist Thomas Klump. Ja. Herzlichen Dank, lieber Thomas. Lass dir die Hand drücken. Ja. Und Sie, liebe Herrinnen und Herr lesen, darf ich bitten, den Dank zu unterstreichen mit einem dreifach heftig stotternden Hello. Danke, Thomas.